Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Sly Cooper 4. Ich habe endlich den zweiten Tresor im Wilden Westen geknackt und wir machen weiter mit Mary. Was in dem Tresor sich befand, habe ich ja im letzten Video dann im Flaschen-Special schon erklärt. Und wir werden mal schauen, wie es sich macht bei Einsatz. Mist, jetzt habe ich vergessen, dass hier die Ladepause ist, die ich ja eigentlich immer rausschneiden wollte. Mist. Naja, dann bleibt es zur Abwechslung mal drin, ja. Okay. Und da sehen wir das Brokkoli, seht ihr? Und er schnüffelt dann und es scheint nicht mehr ganz so gut zu sein. Und darum schneiden wir es weg. So, auf geht's. Schrecklich hungriges Nilpferd. Nein! Oh nein, in der letzten Folge tat mich Mary schon so leid. Und jetzt ist er auch noch hungrig. Das kann doch nicht sein. Da wird ja richtig in Mitleidenschaft hier gezogen. Naja, was soll's. Nee, was soll's nicht. Wir werden das schon regeln hier. Ich hab's gewusst. Das sind nichts anderes als Terroristen im Wrack. Das sind nur Pinguine, Bentley. Ja klar, das glaubst du jetzt. Aber warte nur ab. Sieht aus, als hätten sie meinen Schwerkraft-Enkabulator zerlegt. Du musst jedes einzelne Teil finden, um ihn wieder zusammenzusetzen. Keine Ahnung, warum du dich beschwerst. Ich bin's doch, der jetzt den Pinguinen wehtun muss. Murray, bist du noch sauer wegen des Kletterjobs? Komm schon, das war einfach die bessere Lösung. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, ich eingeschlossen. Und glaub mir, ohne deine Kraft sind wir aufgeschmissen. Darum sind wir ein Team. Na gut. So, sieht aus, als würde ich jetzt mal auf Vogeljagd gehen. Yippie. Und soll das heißen, er isst Pinguine? Komm, nein. Pinguine, ich quetsche euch auch nicht zu fest. Nein, das machen wir nicht. Hey, was muss ich machen? Erstmal überlegen. Okay, ich muss sie fangen? Nein, ach, jetzt muss Mary auch noch... Warum muss Mary eigentlich immer Sachen machen, für die er eigentlich nicht so... Was nicht so seine Stärken sind? Wollen sie ihn noch weiter fertig machen oder wie? Na gut, machen sie ja nicht mit Absicht. Aber es geht hier... Da... Ey! Sag mal! Was? Ey! Sag mal, werde ich hier... Her hier! Komm jetzt her hier! Oh nein, Schneemann! Oh, ich hab mich erschrocken! Der Schneemann wollte mir eingreifen! Gibt's doch nicht. Hey! Sag mal. Hallo? Bleibt stehen! Ah, oh. Damit könnt ihr mich jetzt jagen. Ich hab doch keine Lust hier ein Rennen zu machen. Ich will euch verhauen. Mann, es tut auch nicht weh. Hier, du. Nee, du brauchst der Falsche. Na egal. Es geht ums Prinzip. Ey, und du auch, du Pinguin. Ich meine, du bist kein Pinguin, aber. Jetzt kommt doch mal her hier. Okay, da muss ich halt zu anderen Mitteln greifen. Wenn ihr das so mögt, wenn ihr das so wollt, ja, ich kann auch anders. So krieg ich sie nie. Oh nein, ey. Das kann ja wieder sich um Stunden handeln hier. Nein, geh weg. Jetzt aber hier, du. Sag mal. So. Was? Krieg dich nicht? Hä? Bin ich hier auch sicher, was ich hier machen muss? Ich bin mich doch jetzt gar nicht so sicher. Bleib mal stehen. Bleibst du stehen? Was muss ich machen? Hier dich nehmen? Und dann dranwerfen? Los! Nee, ach, das war gegen die Decke. Naja, was soll's. Wird höchstens eine Beule, aber ansonsten... Ey, nö. Ich will ja jetzt nicht so eine Fangejagd machen. Das war wieder der Falsche. Naja, was soll's. Los, Mary, versuch's nochmal. Nee. Oh, voll abgerutscht an der Wand. Ey, du bist schuld. Wegen dir, weil du mich von hinten am Popo killern wolltest. Deswegen muss ich erstmal duschen. Oh, und mich hier draufsetzen auf die Schaukel. Hui. Ach, das sind Dinosaurier. Verdammt. Juhu. Das macht nicht Spaß, weil ich die Flasche schon wieder gesehen habe. Nein. Ey, jetzt ernsthaft.
Ich habe noch keinen einzigen Stecker gefunden. Ist das denn möglich? Ich springe drauf. Ich weiß ganz genau, dass es trampolinische Effekt hat. Komm, nee. Kann nicht sein, dass ich hier jetzt hier kein Vieh einsammle. Jetzt hier, zack. Jetzt kommt mal her, jo. Also was ich gelernt habe in diesem Let's Play, in jeder Mission einmal sterben. Oder in einer Mission, wo ich dann nicht sterbe, verzweifeln an sowas hier. Ey, wieso... Moment, da stand eben was. Werfen. Genau, ich muss die werfen. Oder ich mache halt was falsch. So, jetzt komm her hier. Ja, ist wunderbar. Natürlich muss ich ihn erstmal finden. Oh, jetzt... Ah! Okay, Kleiner, das ist... Boah, voll gedrückt. Okay, ich hab's mal wieder verkehrt gemacht. Das ärgert mich immer, dass ich mich hier so lange aufhalte, denn... Wo ist Carmelita? Irgendwie fehlt sie mir. Oh, sie steckt irgendwo. Du weißt doch, wie unabhängig sie ist. Sie ist mal wieder sauer aufs Fleisch, stimmt's? Oh, ja. Was? Ja, ich bin jetzt voll konzentriert und so. Mann, ey. Das habe ich ja noch nie gemacht, diesen... Ja, diesen Würgeangriff hier. Zack. Voll zerquetscht, ey, das Ding. Das ist ein Pinguin, okay. Wisch es aber ab, bevor du es herbringst. Okay. Nenn mich Murray, den Pinguin-Würger. Ja, Mary, der Pinguin. Nein, nicht so weit. Die Pinguine mögen also Snacks. Wie böse können sie dann sein? So böse wie der Mary. Hey, wo sind die denn hier? Sag mal, war hier eine Volkswanderung durch die Eiswelt hier? Oder wie? Wo sind wir eigentlich? Welches Land? Nicht loslassen, Mary. Mr. Pinguin, das ist... Zack. Schwerkraft, Animal, das habt ihr eben schon gesehen. Gut. Noch zwei. Ja, so langsam wird das was. Weil ich endlich weiß, was ich zu tun habe. Komm her, du Pfeil. Wieso bewegt sich der Pfeil da eigentlich nicht von der Stelle, aber dreht sich. Ach, das bin ich, okay. Ich hab nichts gesagt. So. Oh, jetzt steht der wieder. Das ist dasselbe wie eine Oma im Kaufhaus. Schneller, schneller. Und dann BAM. Na gut, bei der Oma würde ich das nicht machen. Ich würde sie nett antippen und dann sagen: Lauf endlich zu, Mann! Nee, würde ich auch. So, jetzt hier. Hey, komm mal runter. Hallo? Hallo? Hier, bring den Brokkoli. Nein, er will nicht. Okay. Ist das der letzte schon? Mal sehen. Ich weiß nur, dass das Video schon wieder etwas zu lang geht. Okay. Auch schon eine nette Mission. Ich hätte mich vielleicht mit einem Fraktan. Okay, ist keine nette Mission. So, hier gibt's Fisch, also hier runter. Uah, Platsch. Ja, ich werde gesehen jetzt von überall her und so. Aber ich bin auch berühmt. So, ich bin der Mary. Und zerquetsche Pinguine. Sorry, Kleiner. Ich weiß, wie es ist. Was, du weißt, wie es ist? Wenn man zerquetscht wird? Na toll. Ich bringe Vögel zum Kotzen. Ja, aber das hast du extrem gut drauf. Wirklich? Danke, Bentley. Weißt du was? Ich hab total Hunger. Toll. Je schneller du die Teile herschaffst, desto schneller geht's essen. Und du bist auch ein extrem guter Bauchredner, denn du bewegst nicht die Lippen beim Sprechen. Wahnsinn. Ja, jetzt Bentley geht's nun weiter. Und mal schauen, was er so kann, weil wir für den haben wir auch schon einiges ausgerüstet. Und zwar eine Granate. Nee, das kennen wir schon. Was gibt's hier alles so? Na gut, so viel kann er dann doch nicht. Aber er kann
Schockmunition, Schlafmunition, Explosionsmunition. Gut, ich rüste mir ganz einfach mal mit die eiskalter Bände. Wow. Ich glaube, jetzt wird er ein echter, böser, eiskalter Bentley. So. Yep. Dann beeilen wir uns mal hier. Was vorher eben mit der Oma war, ist jetzt hier was weiß ich hier. Mit dem Opa, der uns entgegenkommt und uns erklären will, dass das, was wir gekauft haben, nicht toll ist. Aber was soll's, hier ist eine... keine Maske. Ja, es war mal wieder so ein wertvoller Gegenstand, für den ich jetzt immer keine Zeit habe. Schade eigentlich, denn es wäre ganz gut, wenn ich hier auch mal ein paar Flaschen nebenbei einsammeln würde. Ja? So, schnell, ja. Habt ihr noch nie einen Rollstuhlfahrer gesehen? Also, kommt mich bitte nicht vor. Datensysteme, check. Pfeilmunition, check. Reifendruck, check. Hausaufgabenheft, check. Ich bin gern vorbereitet, Sly. Ein Geheimagent kann nicht vorsichtig genug sein. Du guckst anscheinend zu viele Spionagefilme. Die sind sehr hilfreich. Diese Eishöhlen sind ein Schurkengeheimversteck, ganz wie aus dem Lehrbuch. Ruhig, Kumpel. Ganz einfach. Suche Gris mit der Thermosicht, markiere ihn mit einem Zielpfeil und er führt uns zu seinem Versteck. Wobei wir natürlich tödlichen Hindernissen und blutdurstigen Wachen ausweichen. Klar. Einfach. Wir sehen uns im Unterschlupf. Oder im Oberschlupf. Okay, wir sind also wieder in einer Höhle. Eine Sackgasse? Nichts da. Ein Fall für die Thermosicht. Thermosicht? Oh, das ist ja echt heiß und so. Okay, das sind also die Dinge, die wir zerstören können. Oh. Da sind unsere komischen Freunde, die wir schon aus dem ersten... Mist, jetzt habe ich Schlafbombe gemacht. Aber es geht auch damit, okay. Gut. Hier, schlaf gleich. Nein. Wir sind auch wieder so komisch wie hier. Da müssen wir wieder alles zerstören hier. So. Ja. Okay. Und weiter. Ich mache einfach mal Kamikaze, denn wir sind ein eiskalter Bentley. So. Und wir haben geschossen. Hier, nimm eine Granate, Junge. Jungs und Freunde. Schlaft ein. Nein? Will nicht einschlafen. Wieso ist hier ein Pfeil? Ach so, hier. Okay, jetzt habe ich also alles zerstört hier. Und muss... hier hin irgendwie. Und irgendwo hoch. Und ich check's mal wieder nicht, wo ich hochkomme, nicht wahr? Oh Mann, jetzt haut ab. Ihr seid das Letzte hier, was ich brauchen kann. Und auch neben Schockmunition, bitte. Was, der schießt sie? Seit wann kannst du das wegschießen? Bald, den Mist. Ja. Oh, der Bente ist wirklich schwach, Mann. Oh, ich komme mit ihm nicht klar. Ich weiß nicht. Nehmt das, ihr Ratten. Ihr seid die hässlichsten Ratten, die ich jemals gesehen habe. Und zur Strafe, weil ihr so ausseht, werd ich umgebracht. Ey, oh, das kann doch nicht sein, oder?